いいか山賊、俺は酒や食い物を頭からぶっかけられようが、大抵のことは笑って見過ごしてやる。だがな、どんな理由があろうと、俺は友達を傷つける奴は許さない。何よ、何こそ、お願い。どんな敵にくれてやったんだ、その左腕。新しい時代にかけてきた。どこまでだ。この戦争を終わらせに来た。まだ暴れ足りない奴がいるのだ。おい、俺たちが相手をしてやる。やめておこう。お前らと戦うにはまだ時期が早い。戦争は終わりだ。Shanks ist einer der mächtigsten und doch mysteriösesten Charaktere in One Piece. Er ist einer der wenigen, bei denen wir nicht sicher sagen können, woher er abstammt. Wir wissen bis dato nicht einmal seinen Nachnamen. Ich hatte ja schon die Theorie aufgestellt, dass Shanks der Sohn von Roxy Zabek sein könnte. Doch was, wenn ich an diesem Punkt falsch lag? Was, wenn Shanks gar nicht von einem Piraten abstammt, sondern vom genauen Gegenteil, den Tenryubito? Shanks ist ein Celestial Dragon. One Piece. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie man auf diese Idee kommt. Doch ganz so abwegig ist der Gedankengang an sich gar nichts. Erinnert ihr euch noch an Kapitel 907? Dort ging Shanks nach Marijoa und traf sich mit den Gorosei. Wie kann es sein, dass ein Pirat dorthin gelangt? Er kann sich ja nicht nach Marijoa geschlichen haben, denn dies wird wohl der bestbeschützte Ort in der ganzen One Piece Welt sein. Seinen Weg durchgekämpft hat er sich bestimmt auch nicht, denn dies hätten wir sicherlich mitbekommen. Also können wir davon ausgehen, man hat Shanks gewehrt, sich mit den Gorosei zu treffen. Doch wieso sollte man einen Yonko, einen Piraten, einem Feind der Weltregierung eine Audienz gewähren? Die Gorosei sagen explizit, das tun sie nur, weil er es ist. Doch was ist so Besonderes an Shanks? Weil er ein Yonko ist? Würden sie ebenso Whitebeard, Kaido, Blackbeard und Big Mom eine Audienz gewähren? Ich denke nicht. Denn dies würde für sie eine zu große Gefahr darstellen. Die Kaiser könnten nämlich versuchen, die Gorosei zu töten. Ist es vielleicht, weil er ehemals bei Rogers Bande war? Auch das glaube ich nicht. Immerhin, Rayleigh, einen anderen aus der Roger Crew, jagen sie sogar. Wieso bei Shanks eine Ausnahme? Also muss es hierfür eine andere Erklärung geben. Ebenso auf Marineford. Kaum ist Shanks angekommen, wird alles beendet. Klar, jetzt noch gegen Shanks zu kämpfen wäre sicherlich schwer gewesen. Aber ist dies der einzige Grund, warum sie so reagiert haben? Shanks hat ein sogenanntes Drake. So bezeichnet man Schiffe, die Wikinger oft benutzt hatten, da diese Drachen als Figuren hatten. So wie auch Shanks einen roten Drachen als Figur auf seinem Schiff hat. Interessanterweise werden die Tenryubito auch Celestial Dragons genannt. Und auch das Sklavensymbol ist der Huf eines Drachens und es hat die Farbe rot. Zum anderen gibt es in der Wikinger-Mythologie die sogenannte Midgard-Schlange. Diese Schlange ist so riesig, dass sie sich einmal um die Erde wickelt und sich in den eigenen Schwanz beißt, um die Welt der Götter und die der Riesen voneinander zu trennen. Bis an dem Tag, wo sie ihren Schwanz loslässt, denn dann entbricht Ragnarök, die letzte Schlacht. Diese Sage, denke ich, entspricht der Redline. Die Redline umschlingt die Welt und trennt die Welten voneinander. Denn wenn wir schon bei Wikingern sind, müssen wir auch mal über Boogie und Woogie reden. Diese zwei erwähnten nämlich am Ende von Little Garden, dass nur die riesige, im Blut getränkte Schlange ihren Schlägen widerstehen kann. Wenn wir diese Aussage mit der nordischen Mythologie in Zusammenhang bringen, können wir uns denken, dass die beiden damit die Redline meinten. Ein riesiges Felsgebiet, einmal rings um der Erde, was aussieht wie eine Schlange und vollkommen rot ist. Es gibt ja schon längst die Theorie, dass um das One Piece wirklich zu erfüllen, die Redline zerstört werden muss. Bei einer Zerstörung der Redline hätten wir dann nämlich nur ein mehr, das All Blue, welches schon mal Sanjis Traum erfüllen würde.
Einen Hinweis dafür haben wir bei den Walen in One Piece. Laboom rammt ja immer wieder gegen die Red Line, dadurch hat er auch seine Narben am Kopf bekommen. Auch andere Wale in der One Piece Welt haben diese Narben. Diese werden vermutlich ebenfalls an die Red Line rammen. Doch wieso denke ich das? Im letzten Kapitel sagten die Seekönige in einem Flashback, wenn die beiden Herrscher, also Poseidon und Joy Boy, wieder aufeinandertreffen, wird alles anders werden und die Wale werden glücklich sein. Doch wie vorhin schon angesprochen, sagten auch Boogie und Woogie, dass die Red Line ihre Schläge aushalten würde. Daraus können wir schließen, dass sie schon mal versucht haben, die Red Line zu zerstören. Falls wir daran glauben, dass die Riesen Verbündete des antiken Königreichs waren, könnte es sein, dass die Riesen schon seit Jahrhunderten versuchen, die Red Line ebenfalls zu zerstören. Genauso wie die Wale. Nun haben wir also eine Verbindung zum roten Shanks mit dem roten Drachenkopf als Figur, zum roten Drachenhufbrandmal der Sklaven, welche sie von den Celestial Dragons bekommen. Was, wenn die Familie des roten Shanks für die Red Line verantwortlich ist? Red Line, roter Shanks, macht's Klick? Interessanter Fakt am Rande. In One Piece begegnet uns öfters mal eine rote Schlange als Symbol. Zum einen hat einer aus der Shanks-Bande dieses als Tattoo am Nacken. Zum anderen hat Jin dies als Logo auf seine Jacke. Und zuletzt hatte Sanji es auf eine Jacke in einem Color Spread. Hat dies etwas zu bedeuten? Jetzt kommen gleich natürlich viele Kommentare, aber Shanks ist im West Blue geboren, also kann das alles gar nicht sein. Ja, ihr habt recht. Doch dies ist noch lange kein Gegenargument. Auch hierfür habe ich eine Erklärung für euch. Und zwar, Shanks ist aktuell 39 Jahre alt. Der God Valley Vorfall war vor 38 Jahren. Wie wir wissen, waren damals auf God Valley sowohl Tenryubitus wie auch Sklaven. Doch was wollten sie da? God Valley ist an das Valley of the Gods angelehnt, dem sogenannten Tal der Götter, welches auf dem Colorado Plateau an der südöstlichen Grenze des US-Bundesstaates Utah liegt. Auch die Tenryubito bezeichnen sich als Götter. Laut der Mythologie der Navajo zufolge sind die Felsformationen Plätze der Stärke, an denen die Geister der Vorfahren wohnen, speziell im Valley of the Gods. Die markanten Monolithen sind versteinerte Krieger des Stammes, die um persönlichen Schutz angerufen werden können. Sie stellen Leibwächter dar, deren Macht und Stärke die jungen Männer auf dem Weg in den Krieg begleitet. Was, wenn neugeborene Tenryubito nach God Valley gebracht worden sind, weil die Tenryubito glaubten, dort residieren die Seelen ihrer Vorfahren und würden die Kinder somit irgendwie segnen? Genau deshalb kam auch Rocks dorthin, da er wusste, dass sich dort immer neugeborene Tenryubito versammeln. Doch was hat das nun mit dem West Blue zu tun? Naja, das Valley of the Gods befindet sich in Amerika, somit im Westen der Welt. Dies könnte als Inspiration gedient haben für Oda, dass Shanks im West Blue geboren ist. Wir könnten sogar so weit gehen und sagen, dass möglicherweise God Valley im West Blue liegt. Denn bisher wissen wir nicht, wo es sich genau befindet. Wäre aber recht logisch, wenn dies im West Blue wäre. Immerhin war dies vor 38 Jahren. Damals war Roger noch ein Rookie und weit davon entfernt, ein Piratenkönig zu sein. Möglicherweise reiste er erst durch alle Blues, bevor er auf die Grand Line und die neue Welt ging. Aber dies ist einfach nur mal eine reine Spekulation. Einfach nur dadurch bedingt, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass vor 38 Jahren Roger schon in der neuen Welt oder vielleicht auf der Grand Line war. Wie gesagt, möglicherweise wurden die Kinder der Tenryubito auf God Valley geboren, damit sie den Segen ihrer Vorfahren erhalten. Und auf God Valley werden sie vielleicht einige Zeit aufgezogen. Und wenn God Valley im West Blue wäre, würde dies erklären, wieso Shanks dort geboren ist. Nach der Schlacht auf God Valley fand Roger dann Baby Shanks und nahm diesen bei sich auf, denn er konnte kein Kind alleine lassen. Möglicherweise wurden seine Eltern von Rocks getötet. Und im vorletzten Kapitel hatten wir dieses Panel, wo sowohl Rayleigh als auch Roger Momonosuke und Hiyori in den Armen hielten und sich gefreut haben und gesagt haben, boah, es ist schon eine ganze Weile her, dass wir ein Baby in der Hand hielten. Wann halten Piraten bitte ein Baby in der Hand? Noch als kleines Nebending, ist euch mal aufgefallen, dass sowohl Doflamingo als auch Bruno sowie Mihawk ein Armband haben. Was hat dies zu bedeuten? Wieso tragen sie alle dasselbe Armband? Könnten sie alle Celestial Dragons sein? Immerhin, Doflamingo wissen wir, er ist einer. Mihawk könnte mit Im in Verbindung stehen, sie haben dieselben Augen.
und Bruno könnte ebenfalls ein Celestial Dragon sein, der sich dann der CP9 angeschlossen hat. Dies zusammen mit meiner Theorie könnte zumindest das Verhältnis zwischen Shanks und Mihawk erklären. Beide haben im Grunde die gleiche Vergangenheit. Beides Celestial Dragons, beide sind sie aber Piraten geworden. Dies könnte die großen Duelle zwischen ihnen erklären und ihre, ja, Freundschaft nennen wir es einfach mal. Was haltet ihr von meiner kleinen Shanks-Theorie? Schreibt mir eure Meinung dazu doch einfach in die Kommentare. Und wenn ihr noch ein geiles Video sehen wollt, schaut auch meine Theorie an. Shanks, der Sohn von Rocks. Oder meine Theorie im Playlist. Ich habe noch viele geile Ideen für euch. Like und Abo wären nice und bis zum nächsten Mal viel Spaß und haut rein. Ciao.